Da blickt doch keine Sau mehr durch. Fensterreinigungsplan für Schweinestall äußerst chaotisch. Aufgedeckt. Betrugsskandal bei Memory-WM. Ihm bleibt nur die Prinzenrolle. Charles tröstet sich mit Keksen. Und muss kürzer traden. US-Broker sucht Teilzeitjob als Shortseller. Damit willkommen zu Podcastillon, dem News-Podcast des Postillon. Mit Thies Neubert und Anne Rothäuser. Es gibt Neues vom FC Schalke 04. Der Gelsenkirchener Fußballverein hat heute in Anlehnung an die neuen Inzidenzwertbeschlüsse der Politik gefordert, den Abstieg aus der Bundesliga erst ab Tabellenplatz 19 vorzusehen. Ein Sprecher des Clubs gab zu, dass zu Beginn der Saison eigentlich anderes vereinbart war. Nämlich, dass bei Tabellenplatz 16 die Relegation und ab Platz 17 der Abstieg folgt. Angesichts der veränderten Sachlage sei jedoch Flexibilität erforderlich. Der Verein habe im Vorfeld nicht ahnen können, dass er derart beschissen abschneiden würde. Als Eingeständnis fußballerischen Versagens wollen die Schalker die Forderung ausdrücklich nicht verstanden wissen. Selbst Experten hätten nicht damit gerechnet, dass die Kurve der Schalker Niederlagen so ansteigen würde. Daher müsse man nun pragmatisch und im Interesse aller handeln und die Abstiegskriterien neu definieren. Ob die Liga dem zustimmt, ist allerdings mehr als fraglich. Rivale Borussia Dortmund etwa hat bereits klargestellt, man werde nur dann für den Schalker Vorschlag stimmen, wenn im Gegenzug die Meisterschaft bereits ab Tabellenplatz 6 als gewonnen gilt. Kommen wir zu einer Meldung, die das Zeug hat, die Herzen zu bewegen. Denn wer mag das nicht? Der kleine Mann kämpft erfolgreich gegen den großen Staat. Blicken wir dazu nach Düsseldorf. Dort wurde in der letzten Woche an der stark frequentierten Rheinuferpromenade ein sogenanntes Verweilverbot erlassen, das bei der Eindämmung der Pandemie helfen soll und das deutschlandweit für Schlagzeilen und Diskussionen sorgte. Passanten dürfen demnach nicht anhalten oder sich setzen, sondern müssen ständig in Bewegung bleiben. Andernfalls droht ein Bußgeld. Einer, der sich das nicht gefallen lassen wollte, ist Tolga Polat. Der Hobbytüftler hat kurzerhand eine fahrbare Parkbank mit Rädern entwickelt, um der Stadt ein Schnippchen zu schlagen. Ich habe ihn und seine Erfindung an der Rheinuferpromenade in Düsseldorf besucht und Abenteuerliches erlebt. Aber hören Sie selbst. Herr Polat, wir beide sitzen nun auf Ihrer Erfindung, der Parkbench 3000. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Ganz richtig. Und Sie sagen, obwohl wir jetzt hier an der Uferpromenade auf einer Bank sitzen, machen wir uns trotz Verweilverbots nicht strafbar? Nein, machen wir nicht. Denn wie Sie sehen, bewegt sich die Bank mit Hilfe eines Elektromotors um wenige Zentimeter pro Minute. Und das heißt, wir verweilen rein technisch betrachtet überhaupt nicht. Die Stadt hat hier keinerlei Handhabe. Denn wir bewegen uns ja fort, wie Sie sehen. Ja, aber haben Sie denn keine Sorge, dass die Stadt das irgendwie anders sieht? Also bislang hat sich noch keiner beschwert. Und selbst wenn jetzt die Polizei... Ach, schau an. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo? Guten Tag. Sie wissen schon, dass Sie hier nicht verweilen dürfen, ja? Hör mal, wir bewegen uns doch, Herr. Was ist überhaupt Ihr Name? Mein Name ist egal. Das ist doch ehrlich gesagt ein Schneckentempo, was Sie da machen. Das zählt nicht. So, dann einmal Ihre Personalien bitte von Ihnen beiden. Also ich berichte hier nur über... Also ich bin Journalist. Okay, der will's wissen. Festhalten! Hallo? Bleiben Sie still! Sofort! Das darf ich doch gar nicht. Das ist doch verboten. Achtung, aus dem Weg! Sorry. Die scheiß Bullen. Ich habe alles richtig gemacht. Er kommt näher. Der kriegt uns nicht. Achtung, scharfe Kurve. Ja. Hier auf dem Radweg können Sie uns nicht mit dem Auto verfolgen. Rechts vor links. Au. Herr Polat, ich möchte gern absteigen. Nicht jetzt. Wir müssen den erst abschütteln. Herr Polat, hören Sie. Ich möchte nicht. Vorsicht. Ich springe jetzt ab. Danke für den Einblick in Ihre Erfindung. Ja. Oh. Der kriegt mich nie. Der spinnt doch. Ich werde zu schlecht bezahlt für diesen Scheiß hier. So, jetzt aber her mit den Ausweis, Junge. Her damit. Ja. Da wird einem ganz anders. Thies, ich hoffe, du hast den Einsatz gut überstanden. Ja, alles gut, Anne. Das Bußgeld übernimmt die Redaktion. Seine Parkbench 3000 will Polat übrigens noch im März zur Serienreife bringen. Danke für diese Reportage, Thies. Wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson.
Bund und Länder haben auf der Ministerpräsidentenkonferenz den kritischen Corona-Inzidenzwert von 35 gekippt. Lockerungen sind nun bereits ab einem Wert von unter 100 möglich. Kurz danach kündigten erste Glücksspielanbieter Wetten auf Lockerungsinzidenzwerte für kommende Konferenzen an. Ein Gericht in den USA hat Donald Trump dazu verurteilt, insgesamt 243 Tage nachzuarbeiten, die er während seiner Präsidentschaft auf dem Golfplatz verbracht hat. Dazu wird dem Ex-Präsidenten ein eigenes Zimmer im Keller des Weißen Hauses eingerichtet, wo er möglichst wenig kaputt machen kann. Die Lufthansa hat aufgrund des stark eingeschränkten Flugverkehrs einen Verlust von 6,7 Milliarden Euro eingefahren. Um dieses Minus einigermaßen aufzufangen, will der Konzern in Zukunft Flugzeuge zum Mitnehmen anbieten. Busse sollen künftig autonom fahren dürfen. Das sieht ein geplantes Gesetz aus dem Verkehrsministerium vor. Nun arbeiten die Hersteller an fluchenden und unfreundlichen Systemen, um die Akzeptanz bei den Kunden sicherzustellen. Die EU-Kommission hat bekannt gegeben, bis zum Jahr 2030 die Armut in Europa bekämpft haben zu wollen. Aber natürlich nur, wenn bis dahin Corona erfolgreich besiegt ist. Also, naja, mal schauen. Und zuletzt, mein Stuhlgang war heute Morgen etwas weicher als sonst und roch irgendwie seltsam. Wer weiß, was da schon wieder los ist. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Ich gebe zurück ins Funkhaus. Der Kommentar der Woche mit Podcast-Senior-Meinungschef Carsten Stetter. Betrifft Andreas Scheuer als Leiter der Testlogistik-Taskforce. Ja. Das ist natürlich nur die Meinung eines unserer Redakteure. Also beschweren Sie sich bitte nicht bei uns, sondern direkt bei Carsten Stetter. Bitte notieren Sie c.stetter@der-postillon.com. Vor kurzem sorgte die Deutsche Bischofskonferenz mit einem gewohnten Ritual für ein wenig Normalität in diesen schweren Zeiten. Wie jedes Jahr bekundeten die Bischöfe ihren Willen, die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche restlos aufklären zu wollen. Da der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki allerdings seit Monaten ein Gutachten zum sexuellen Missbrauch von Kindern durch Priester zurückhält, ist die Empörung groß. Und auch die Behörden wollen sich nicht weiter abspeisen lassen. Weil die katholische Kirche als Institution nicht mit der Polizei kooperiert, soll nun Gott persönlich als Augenzeuge befragt werden. Die Staatsanwältin Gisela Helbig erklärt, was sich die Ermittler davon erhoffen. Wir denken, dass er für die vollständige Aufklärung der Vorwürfe sorgen kann. Schließlich gilt Gott in der katholischen Kirche als höchste Instanz. Er sieht und weiß angeblich alles. Das bedeutet, er müsste zu jedem einzelnen Missbrauchsfall als Augenzeuge präzise Angaben machen können. Dabei drohen ihm auch rechtliche Konsequenzen. Immerhin hat Gott es offenbar trotz seiner Allmacht unterlassen, den Opfern zu helfen oder die Straftaten zumindest anzuzeigen. Hat die katholische Priesterschaft etwa was gegen ihn in der Hand? Oder ist er selbst Teil des Missbrauchs? Gefällt es ihm vielleicht sogar zuzusehen? Durch sein bisheriges Schweigen macht er sich jedenfalls mitschuldig. Die Befragung Gottes erweist sich indes als schwierig. Bislang wurde er von der Polizei weder am Kölner Dom noch in einem seiner unzähligen anderen Häuser angetroffen. Die Behörden haben derzeit keine Spur von ihm. Auch vom Klerus scheint keine brauchbare Hilfe zu erwarten zu sein. Naja, von denen hören wir nur nutzlose Angaben über den Aufenthaltsort Gottes, wie er ist im Himmel, er ist überall oder Gott lebt in unseren Herzen. Da fragen wir uns als Ermittler natürlich schon, ob hier vielleicht weitere Verbrechen vertuscht werden sollen.
Die Kölner Staatsanwaltschaft hat für ernsthafte Hinweise über den Aufenthaltsort Gottes eine Belohnung von 1.500 € ausgesetzt. Wir alle haben ja schlechte Erinnerungen an diese Stadt, aber was ein 24 Jahre alter Mann in Hannover erlebt hat, tja, das ist schon echt bitter. Dort ist ein Schwarzfahrer auf den wohl ältesten Schaffnertrick der Welt reingefallen. Tja, der junge Mann war im ICE Richtung Berlin unterwegs, als die Fahrkartenkontrolleurin das Abteil betrat und die hinterhältige Fangfrage stellte: Hier noch jemand zugestiegen? Ein wirklich uralter Trick. Aber anstatt die Frage zu ignorieren und teilnahmslos aus dem Fenster zu starren, meldete sich der junge und offenbar naive Schwarzfahrer reflexhaft und rief: Ja, hier ich! Schließlich war er tatsächlich erst beim letzten Halt zugestiegen. Besonders ärgerlich für den jungen Mann: Aufgrund seiner Unbedachtheit musste er ein Ticket nachlösen und eine saftige Strafe bezahlen. Hätte er seinen Mund gehalten oder wenigstens laut gerufen, dass er schon ewig mitfahre, wäre ihm das vielleicht erspart geblieben. Bei der Bahn zeigte man sich natürlich zufrieden. Eine Sprecherin erklärte, dass der Ausruf »Hier noch jemand zugestiegen« ein absoluter Klassiker sei, auf den auch zu ihrem Erstaunen immer wieder Leute hereinfallen. Der Satz gehöre daher zum festen Repertoire des Kontrollpersonals. Die Einnahmen fließen übrigens seit den 80er Jahren in die jährliche Reparatur der Klimaanlagen. Auf großes Unverständnis stößt der Satz hingegen beim Bundesverband der Schwarzfahrer, dem BVSF. Die Interessenvertreter streiten schon seit Jahren vor Gericht darum, dass die Worte »Hier noch jemand zugestiegen« aus Datenschutzgründen verboten werden. Das war Podcastillon, der News-Podcast des Postillon. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Wir müssen dafür nur diese Episode morgen noch einmal abspielen. Machen Sie es gut und Kopf hoch. Alles wird besser. Und insofern will ich den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses nicht vorgreifen. Ich finde, dass Andi Scheuer eine sehr gute Arbeit macht. Ich finde, dass Andi Scheuer eine sehr gute Arbeit macht. Ich habe keine Sicht auf die Ampel. Scheuer, ich sage nochmal, Augen auf den Straßenverkehr. Wenn Sie einfach geradeaus schauen würden, links neben der Uhrzeit, die dort aufgeblendet ist, gibt es eine Ampel. Ich finde, dass Andi Scheuer eine sehr gute Arbeit macht. Skandal, Murks, Vertuschung, Rücktritt. Debakel habe ich noch vergessen, genau.